Morgen Leute, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute bin ich auf Morea und das ist doch so eine Insel. So stellt man sich das so ein bisschen in der Südsee vor, wenn man schaut, überall grün, überall Natur pur und nicht gleich ein Touristenzentrum unten an der Anlegestelle. Das ist das, was für mich so Südsee ausmacht und das ist richtig nice. Die Insel ist gar nicht so groß, 19 Kilometer lang, 11 Kilometer breit und die höchste Erhebung 1200 Meter und ist zwar schon 10 Jahre her, die letzte Volkszählung, aber da waren es 16.900 und ein Einwohner. Also dürften wir mittlerweile über 17.000 sein. Für heute dachte ich mir natürlich wieder eine Wanderung, aber diesmal nicht so wie neulich auf Tahiti. Keine 820 Höhenmeter, ich glaube das hier sind gerade mal 177. Einfach nur so ein bisschen mal einen Überblick bekommen, mal von oben sehen, wie gesagt, so groß ist es ja nicht. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Egal, wen stört, guckt euch diesen Ausblick an. Also alleine dafür hat es sich wieder gelohnt und das für nur 45 Minuten Aufstieg. Also es war relativ entspannt gewesen, weil die Strecke auch nicht so lang war. Ich glaube, ein bisschen mehr als 2 Kilometer. Ja, und man ist direkt so dicht an der Küste, dass man wirklich beide Seiten richtig geil sehen kann. Man sieht einfach dieses richtig geile Wasser. Und zur anderen Seite natürlich die ganzen Berge. Ich werde den Ausblick noch ein bisschen genießen. Und dann werde ich mal schauen, ob ich unten noch irgendwas finde. Vielleicht irgendwo, wo ich noch ins Wasser gehen kann und ein bisschen planschen. Ist ja auch mal ganz wichtig. Ich bin mittlerweile wieder runter vom Berg und direkt auf der Straße, denn dort am Ende hinten, so bei 2,7 Kilometer, soll ein Strand sein. Und den will ich mir natürlich angucken, denn heute
brauche ich auch einfach mal ein bisschen Entspannung. Einfach nur am Strand liegen, ins Wasser gehen, ein bisschen schnorcheln, ein bisschen freediven. Und ja, vielleicht gibt es da auch noch eine geile Unterwasserwelt, die ich euch zeigen kann. Wäre natürlich mega schön. Aber wir lassen uns mal überraschen. Der Weg doch noch ein bisschen weiter als vermutet, denn alles, was da vorne angezeichnet war, das waren Privatstrände gewesen. Da kommt man nicht so ohne weiteres ran, aber was soll ich sagen? Laufen wir halt ein Stückchen weiter. Ich habe mir wieder was Neues rausgesucht und da sollte ich in 6 Minuten angekommen sein und auch einen schönen Blick auf die 2 vorgelagerten Inseln haben. Schauen wir mal, ob wir den Weg finden. Ja, natürlich genial. Das hat sich doch gelohnt. Wie im Paradies. Man muss nur zwischen den Häusern gucken. Das war echt so eine nichtssagende Straße. Würde ich nicht mehr sagen. Einfach so ein kleiner Trampelpfad. Und schaut euch an, wo man hier rauskommt. Das ist doch einfach nur das Paradies hier, oder? Wahnsinn. Da werde ich mich doch gleich in die Welt stürzen. Ja, schnorcheln ist hier eher nicht. Eher so ein bisschen wie in einer Badewanne. Einfach im Wasser sitzen, das heißt nicht tief. Ein bisschen mehr als knietief. Und ich glaube, ich müsste einfach noch viel weiter raus zu den anderen Inseln darüber. Aber ne, ich bleib einfach hier vorne. Ich genieße einfach.
Also das war jetzt nochmal der perfekte Abschluss des Tages heute. Besser geht's eigentlich gar nicht. Das Einzige, was noch gefehlt hat, wäre eigentlich so ein schöner Cuba Libre gewesen. Schön am Strand im seichten Wasser liegend und trinken. Aber ansonsten einfach nur herrlich. Erst der Ausblick, dann der Strand. Besser geht's gar nicht. Also ich hoffe, euch hat dieses Video wieder gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall wieder einen Daumen nach oben da. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr nichts mehr von der Weltreise verpassen wollt. Und ja, ich hoffe, es wird noch einige von solch tollen Inseln, Orten geben, die ich euch dann zeigen kann. Und bis dahin, ihr wisst Bescheid, immer schön in Bewegung bleiben und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao.